Hallo, ich bin's wieder, Steuerberater Klaas-Peter Müller aus Hamburg, aus der Weidestraße 132. Ich melde mich mal aus dem Textmobil, um nochmal auf einen Artikel von mir hinzuweisen, in dem ich über einen neuen Paragraph 35c Einkommensteuergesetz berichtet habe. Der wurde eingeführt jetzt zum 01.01.2020 zur Förderung von energetischen Maßnahmen für eigengenutztes Wohneigentum. Das heißt, wenn energetische Maßnahmen durchgeführt wurden zur Energieeinsparung, das heißt Wärmedämmung, Dach, Außenwände, neue Fenster, neue Heizungsanlage, Außentüren und so weiter, dass Aufwendungen sozusagen im Jahr der Fertigstellung der Maßnahme, so steht es im 35c, und im Folgejahr zu 7% der Aufwendungen steuerlich geltend gemacht werden können. Das ist eine schöne Idee, also maximal 14.000 Euro. Das ist eine schöne Idee, da diese Aufwendungen offensichtlich ja sowieso anfallen und man diese Aufwendung jetzt auch zur Senkung der Steuerlast nutzen kann. Im dritten Jahr sind es dann 6%, die abziehbar sind, maximal 12.000 Euro und betrifft alles eigengenutztes Wohneigentum, welches mindestens 10 Jahre alt ist, zu Beginn der energetischen Maßnahme. So steht es im Gesetz. Ich verlinke das gleich auf den Artikel nochmal, dass man das genau nachlesen kann. Aber das ist eine schöne Sache ab 01.01.2020. Und wenn dann die Baumaßnahmen doch sehr groß sind, dann ist eine Abzugsfähigkeit von Ausgaben, die man sowieso hat, in Höhe von 14.000 bzw. 12.000 Euro, dann doch sehr dankbar. Allerdings muss es natürlich eine große Summe sein. Ansonsten 7% der Aufwendungen und im dritten Jahr sozusagen dann 6%. Wie gesagt, ich verlinke das, wenn dazu Fragen sind. Kontaktdaten sind ersichtlich auf meiner Website www.cpm-steuerberater.de und wir helfen da gern weiter, um grundsätzlich innerhalb der Einkommensteuererklärung die Steuerlast so klein wie möglich zu halten. Freuen uns auf Anfragen. Ja, und bis dahin. Tschüss!